GG mit Uli Gerhardt. Hallo liebe Zuschauer von München TV, ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast sind. Ich bin zu Gast heute mal wieder, muss ich schon fast sagen, bei der Firma Avalon. Und zwar habe ich heute kein Volvo, letztes Mal war es ein Volvo. Diesmal sind wir wieder bei Range Rover. Und da ist was ganz Revolutionäres. Mein Gesprächspartner, mittlerweile auch schon alter Bekannter, Herr Steger. Was ist das hier? Ja, absolut neu. Unser Dauerbrenner bei Land Rover, der Range Rover Evoque, ohne Dach quasi oder mit öffentlichem Dach. Ne? Ja, also das ist ja ein Phänomen. Ich habe mich also im Vorfeld ein bisschen erkundigt. Es gibt keinen, das ist ja ein klassischer SUV. Es gibt kein SUV als Cabrio. Nein, in dem Fall sind wir die Ersten. Ja. Und es kommt eben auch sehr, sehr gut an, weil wir mittlerweile natürlich, oder das SUV-Segment an sich ja ein Segment ist, das hauptsächlich auch von vielen genutzt wird wegen des hohen Sitzens. Ja. Und es gibt natürlich viele Cabriolet-Fahrer, die auch das hohe Sitzen vermissen, die jetzt so nicht so rein nicht mehr raus, oder? Sportlich unterwegs sind, genau. Die sind eben jetzt, oder die fahren also auf dieses Auto ab. Ja, ich meine, der ist ja noch gar nicht lange auf dem Markt, aber trotzdem, Sie haben ja Resonanzen. Das ist ja ein Auto, das auch stark auf Frauen abzielt, würde ich sagen. Stimmt das? Auf jeden Fall. Also, und die Frauen reagieren auch gut? Ja, also die drehen sich als Erstes um. Und die möchten auch gerne und stoßen ihren Mann an und sagen, den hätte ich gerne, oder? Das wär was. Ja, ist doch schön für Sie. Ist doch schön für Sie. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat man die Stabilität hinbekommen? Denn normalerweise verwindet ja ein SUV stärker, wenn ich ein bisschen, ich meine, das ist jetzt nun kein extremes Geländeauto, aber wenn ich mal ins Gelände fahre und da ist ja Range Rover wirklich führend, was diese Qualitäten betrifft oder ganz vorn mit dabei, ist natürlich ein Auto ohne Dach, verwindet sich mehr. Hat man da viel reingeschweißt? Dementsprechend natürlich ja, wir haben einen extrem verstärkten Frontscheibenrahmen, das sieht man schon, wenn man vergleicht und dann es ist ja so, dass bei den Cabriolets die Versteifung dann wirklich auch am Unterboden stattfindet. Aber hier ist auch Land Rover schon immer ein Meister gewesen, auch bei den SUVs, bei den geschlossenen. Wenn Sie Vergleiche machen über Rampen fahren, sieht man oft bei anderen Fabrikaten, dass sie wirklich Bewegung in den Türen haben. Das gibt es also bei Land Rover, bei Range Rover nicht. Also auch hier ist der Wagen extrem steif und stabil. Herr Steger, Sie würden sagen, Experiment gelungen. Sie erschließen sich ein ganz neues Segment. Der Evoque kommt ja sowieso auch bei Frauen gut an. Das fällt mir immer wieder auf. Ich gucke natürlich immer wieder hin. Ich will nicht sagen, es ist ein reines Frauenauto, aber Frauen lieben ihn. Und nachdem Frauen heute immer mehr zu sagen haben, früher durften die Farbe aussuchen, heute entscheiden sie, ob überhaupt ein neues Auto kommt. Also gut für Sie. Frage, Preis, wo geht das los? Bei 51.400 Euro beginnt das Ganze. Sie haben drei Motorvarianten zur Auswahl, 150, 180 PS Diesel. Und den 240 PS Benziner, die drei Motoren kennen wir schon aus der Limousine. Aber überwiegend Diesel, oder? Ja, und nein. Momentan ist natürlich auch so ein bisschen ein Trend zum Benziner aufgrund dieser ganzen Umweltthematik wieder, die da aufkocht. Und natürlich, wenn man sagt, das ist jetzt wirklich ein Auto, mit dem verhältnismäßig wenig gefahren wird, haben wir hier schon auch ein bisschen einen höheren Benzinanteil als jetzt bei den geschlossenen. Okay, weil für Kurzstrecken, für wenig Fahrer ist Diesel gar nicht gut geeignet, weil er auch sehr schnell dicht macht und der deutlich höhere Verbrauch, bei 240 PS wird er schon ordentlich zu langen, vor allem wenn ich dann schnell fahre, aber wenn ich kurze Strecken fahre, spielt keine Rolle. Also ist tatsächlich so, dass der Benziner da deutlich nach oben steigert. Ja, prima. Dann bin ich gespannt. Sollte ich noch Fragen haben, werde ich Sie anrufen. Aber ich glaube, dass dieses Auto, ja, es ist wirklich ein absoluter Hingucker. Und ich bin gespannt, wie er sich fährt. Ja, prima. Dann wünsche ich gute Fahrt. Herr Steger, danke Ihnen sehr. Ja, liebe Zuschauer, als ich vor langer Zeit das erste Mal hörte, dass Range Rover plant, den Evoque als Cabrio zu bringen, habe ich gedacht, das ist ein schlechter Scherz.
ein SUV, das ist ja ein Auto, in dem man sich geborgen fühlt, groß und rundum geschützt. Das als Cabrio ist ja eigentlich ein Widerspruch, aber man hat es gewagt und nun steht er hier vor uns, das Evoque Cabriolet von Range Rover. Und ich muss sagen, natürlich immer Geschmackssache, sowohl offen als auch geschlossen, sieht er richtig gut aus. Also das ist gelungen und man fragt sich natürlich, was macht es für einen Sinn, ein SUV als Cabrio zu fahren. Nun kommt einmal natürlich die Argumentation, das hohe Sitzen, die gute Sicht und das bequeme Ein- und Aussteigen. Bei der guten Sicht muss man eine Einschränkung machen. Wenn das Dach zu ist, ist natürlich mit der guten Sicht dank der breiten C-Säule hinten nach schräg hinten gleich null und das winzige Rückfenster auch sehr minimal. Also die gute Rundumsicht macht sich bezahlt, wenn man offen fährt. Fährt man mit diesem Auto offen, hat man allerdings auch ein etwas komisches Gefühl, weil im Cabrio sitzt man normalerweise relativ tief. Hier sitzt man so oben drüber und schaut und die Menschen, die einen sehen, die schauen fassungslos hinterher. Es ist also ein etwas merkwürdiges Bild, aber es ist ein angenehmes Gefühl, mit diesem Auto zu fahren. Der Evoque ist jetzt zunächst mal mit drei Motoren zu haben. Ein Benziner mit 240 PS, ein Diesel mit 150 PS und ein Diesel mit 180 PS. Wir haben hier den Diesel mit 180 PS. Auf die Leistung werde ich noch zu sprechen kommen. Preislich ist das Cabriolet also nicht unbedingt ein Schnäppchen. 51.200 Euro werden aufgerufen für die preiswerteste Variante. Das sind rund 7.000 Euro mehr als das Coupé. Und das ist natürlich schon ein ordentlicher Aufpreis. Aber bei Range Rover geht man davon aus, dass die Individualisierung der Käufer immer stärker wird. Und natürlich versuchen auch heute die Automobilhersteller, auch die kleinste Lücke zu schließen. Und das hat man bei Range Rover getan. Mut hat man gefunden, weil man den Evoque sehr erfolgreich gestartet hat. In 5 Jahren ist er über 500.000 Mal gebaut und verkauft worden. Das gibt Mut. Natürlich wird das Cabriolet eine deutlich geringere Stückzahl erreichen, aber es trägt zum Image bei und es findet sicherlich Käufer, die man dadurch hindert, zu einem anderen Fabrikat zu wechseln. Wenn wir das Cabriolet uns genauer anschauen, ist es so, dass das Raumgefühl vorne sehr angenehm ist, hinten extrem bescheiden. Natürlich mehr oder weniger Notsitze für Erwachsene, fast eine Zumutung. Und bei geschlossenem Verdeck ist auch noch die Kopfhöhe sehr eingeschränkt. Also das ist ein Zwei-Personen-Auto oder eventuell noch mit einem Kind hinten drin. Aber Tatsache ist, es macht unheimlich Spaß. Das Dach öffnet relativ schnell, in unter 20 Sekunden. Und bei dem Dach muss man ausdrücklich erwähnen, es ist fünflagig und es ist extrem gut. Das bedeutet, bei den stärksten Gewittern, die wir ja gerade im Moment haben, bei Blitz und Hagel und unglaublichen Schauern, absolut sicheres Gefühl. Und was ich noch angenehmer empfinde, ist die Geräuschdämmung. Wenn Sie mit dem Auto mit geschlossenem Verdeck fahren, kommen Sie fast gar nicht auf die Idee, dass es sich um ein Cabrio handeln könnte. Ja, ich erwähnte ja, dass das Dach sehr gut isoliert ist, dass es relativ schnell öffnet und schließt. Noch erwähnenswert ist, dass man es bis fast 50 km/h während der Fahrt öffnen oder schließen kann. Was sehr angenehm ist, wenn plötzlich ein Regenschauer ist, möglicherweise auf einer Straße, wo man nicht rechts ranfahren kann, fährt man etwas langsamer, das Dach schließt sich. Wunderbar. Bei dem Auto selber bleibt zu sagen, dass er serienmäßig Allrad hat, eine 9-Gang-Automatik hat. Und die Allradtechnik wird natürlich eine Rolle spielen bei starkem Regen und im Winter, ganz klar. Er ist auch geländetauglich, das ist ja in den Genen des Range Rover enthalten. Er hat auch die verschiedenen Fahrmöglichkeiten, je nachdem Sand, Glatteis, Schnee und. Natürlich ist das ein Auto, mit dem man nicht unbedingt ins Gelände fahren wird, aber es ist möglich. Und was auffällt, ich bin auch sehr holprige Feldwege gefahren.
Dieses Auto hat eine ungeheure Steifigkeit. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Es knarzt nichts, es knackt nichts. Der ist ganz steif. Das liegt natürlich auch daran, dass man sehr viel Stahl verbaut hat, um eine Steifigkeit herzustellen. Das geht natürlich zulasten des Gewichts. Dieses Auto bringt knapp 2 Tonnen auf die Waage. Und da kommen wir zu dem Motor. Dieser 180 PS Diesel, 4 Zylinder, ein neuer Motor, hat mich enttäuscht, ganz schlicht und einfach enttäuscht. Vielleicht liegt es auch in der Kombination mit der 9-Gang-Automatik. Er hat auf dem Papier 430 Newtonmeter Drehmoment. Das merken Sie aber nicht. Das geht irgendwo verloren zwischen den Gängen. Also er ist relativ müde. Wenn er mal rollt, ist es wunderbar. Aber es ist überhaupt kein spritziges Fahren. Und selbst wenn man versucht, manuell zu schalten, es bringt nicht allzu viel. Und darüber hinaus, dadurch, dass man doch sehr stark aufs Gas tritt, um ihn voranzubringen, ist der Verbrauch mit 9,3 Litern Diesel auch nicht gerade sensationell gut. Er ist nicht extrem schlecht, aber er ist auch wirklich nicht besonders gut. Die Sinnhaftigkeit dieses Fahrzeugs will ich nicht in Frage stellen. Was mir nur noch aufgefallen ist und was mir am Herzen liegt, diese Farbe. Ich finde diese Farbe scheußlich, sage ich ganz offen. Das ist aber die offizielle Einführungsfarbe. Also alle Werbung, alle Vorführwagen sind in dieser Farbe. Die kosten Aufpreis von 1.600 Euro. Aber über Geschmack lässt sich trefflich streiten oder auch nicht streiten. Mir gefällt sie nicht, aber das Auto hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter, fahren Sie ganz, ganz vorsichtig. Denken Sie daran, plötzlich blendet die Sonne oder es wird zu heiß im Auto, Klimaanlage einschalten. In diesem Sinne, alles Gute und denken Sie daran, Montag, Donnerstag, 20 Uhr, 3G. Tschüss und auf Wiedersehen. Das war 3G mit Uli Gerhardt.